Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dishonored. Schön, dass ihr mit reinschaut. Wir haben den kaiserlichen Arzt, Sokolov. Sie haben aus dem alten Zwinger eine Zelle für Sokolov gemacht. Fußfesseln inklusive. Er wird geschockt aufwachen, all das Stroh, all die Hundehaufen. Aber er ist wohl schon an schlechteren Orten aufgewacht. So wie wir alle. Ja, ein Tod muss man sterben, oder? Gut gemacht. Ein Dutzend Soldaten hätte das nicht besser gemacht. Sokolovs Wissen wird es uns ermöglichen, den Lordregenten selbst zu treffen und ihr altes Leben zurückzubekommen. Bald müssen wir uns nicht mehr im Schatten verstecken. Der kaiserliche Arzt ist brillant, aber es war dumm von ihm, den Lordregenten zu beschützen. Sokolov gab uns das Elixier, die Kriegsmaschinen. Wir hätten eine große Nation werden können. Jetzt zahlt er den Preis dafür, einen Tyrannen unterstützt zu haben. Mein Dank gebührt Ihnen, Sir. Wenn Sie sich ausruhen möchten, wäre jetzt die Gelegenheit. Ziel abgeschlossen und es klingt gut, dass wir uns mal ausruhen. Corvo, aufwachen! Du hast lustige Gesichter im Schlaf gemacht. Ich habe beschlossen, hier bei dir zu schlafen, während Callista gebadet hat. Sie sagt, dass ich bei Ärger immer hierher kommen soll. Du kannst gern hier bleiben, wenn du willst. Emily, geh wieder auf dein Zimmer. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Na, ja, schwierig. Die Kleine bräuchte rein theoretisch ein bisschen Zuneigung. Die hat gerade ihre Mutter verloren. Ja, also schon ein halbes Jahr her, aber... Ja, dann Mama, kannst gern hier bleiben. Callista holt mich, wenn sie aus dem Bad kommt. Danke, Corvo. Es geht mir schon besser. Verhöre Sokolovs. Jawoll. So, dann machen wir noch mal einen kaiserlichen Arzt einen Besuch abstatten. Achtung, Bürger von Dunwall. Der Zirkel der Aszendenz hat Teague Martin zum Oberaufseher ernannt. Lasst uns seine Wahl preisen. Der Einsetzungsball wird ohne Verzögerung stattfinden. Das war nicht der Plan. Hoffentlich kooperiert Sokolov. Ich hoffe, er würde noch einmal mein Porträt malen. Dann nur mich. Na, musst du halt mal fragen. Schwätze mal ein bisschen mit ihm. Kaiserlicher Arzt, ich glaube, Sie kennen Corvo noch aus früheren Zeiten. Allerdings... Weiß er, was Loyalität bedeutet? Ich bin mir selbst loyal. Ihr jedoch verkehrt mit dem meistgesuchten Mann des Kaiserreiches. Ich glaube, Corvo hat mit dem Tod der Kaiserin nichts zu tun. Der Meisterspion, oder der Lordregent, wie er sich jetzt nennt, ist ein skrupelloser Tyrann, der diese Stadt zerstören will. Das Herz des Kaiserreichs. Sie irren, wenn Sie glauben, ich wäre ein Freund des Lordregenten. Was auch Ihr Plan ist, Ihre Abschreckungstaktik funktioniert bei mir nicht. Wenn ich es nicht schaffe, Sokolov, dann vielleicht diese Ratten. Selbst ohne die Seuche im Blut habe ich gehört, dass Ratten ein Kind in einer halben Minute bis auf die Knochen abnagen. Und Schlimmeres, wie lange bevor Sie reden? Bis Sie betteln zu reden? Ratten? Sind das jetzt Ihre Freunde, Admiral? Es sind Ihre Freunde, die uns interessieren, Sokolov. Sie haben ein Bild der Geliebten des Lordregenten gemalt. Der Edelfrau, die mit ihrem Vermögen das Militär finanziert. Sie ist der Schlüssel zur Kontrolle des Lordregenten über die Stadt. Und wir wollen ihren Namen. Es tut mir leid, Admiral. Ich kann Ihnen nicht helfen. So, da müssen wir mal ein bisschen Tacheles mit ihm reden, oder? Sie sind Teil dieser Unruhen, doch ich weiß, dass Sie Ihre Gründe haben. Ja, in der Tat. Alles, was wir brauchen, ist der Name der Geliebten des Lordregenten. Mehr nicht. Den werde ich Ihnen nicht verraten. Sie müssen die Worte schon aus mir rauszwingen, doch ich warne Sie. Meine Willenskraft ist legendär.
Ja, mal gucken. Mal sehen, ob die Ratten hungrig sind. Vielleicht finde ich ein Bestechungsmittel für sie, Sokolov. Eine merkwürdige Strategie. Mit der ich einverstanden bin. So, wir probieren es mal. Kürzesten Weg. Zack, zack. Huch, schon da. Ich weiß, wie das aussieht. Ich erfinde ein neues Schloss. Die Stifte sehen aus wie Schneeflocken. Natürlich gibt es kein Schneeflockenschloss. Ich habe nur geschaut. Durch das Schloss. Sie darf es niemals erfahren. Ich weiß, Sie sind ein Ehrenmann und Sie können mich jederzeit töten. Aus beiden Gründen entschuldige ich mich und bitte Sie untertänigst um Ihr Schweigen. Sehr gut, warte mal. Du bist aber noch nicht fertig. Jeder weiß, dass Sokolov praktisch süchtig ist nach einem seltenen Likör namens King Street Brandy. Er schmeckt abscheulich, aber zufällig besitze ich eine Flasche. Es widerstrebt mir nur, sie ihnen für Sokolov zu geben. Sie war nicht billig. Ein teures Getränk, eine Mischung aus seltenen pandysianischen Gewürzen und einem Tropfen Walöl. Würden Sie sie vielleicht kaufen wollen? Sokolov ist ein möglicher Verbündeter. Ich nehme den Brandy. Neue Verbesserung erhalten. Jo, fortfahren. Da ist er. Ja, mach mal. 150. Eine Rune kann ich kaufen. Oh ne, so weit sind wir noch nicht, oder? Verbesserungen. Ja, dann hier die Schuhe. Sehr gut. Machen wir gleich die zweite Stufe noch mit rein. So, wie viel habe ich noch? 117? Ach, das ist Quatsch. Das kriegen wir ja so hin. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ah, ich sag's euch. Achtung, Bürger von Dunwall. Beachten Sie, dass die Plünderung evakuierter Gebiete ein ernstes Vergehen ist. Ich könnte einen Drink vertragen. So, ich habe hier eine Flasche King Street für Sie. King Street Brandy? Ich dachte nicht, dass es noch welchen gäbe. Ein außerordentliches Geschenk. Ich habe es mit Männern mit Geschmack zu tun. So viel kann ich Ihnen sagen. Sie wurde immer Lady Boyle genannt. Ich habe sie gemalt, aber sah weder ihr Gesicht noch hörte ich ihren Vornamen. Sehen Sie, denn ich malte eine Rückenansicht. Sie ist dennoch ein wirklich unglaublicher Anblick. Aber ich weiß nicht, welche Schwester sie ist. Sie sollte mir heute Abend auf einem Maskenball zu ihren Ehren vorgestellt werden. Ein Termin, den ich jetzt wohl verpasse. Was? Ein Maskenball im Hause Boyle? Perfekt. Heute Abend? Das passt hervorragend, Corvo. Aber die Boys sind reich und skrupellos. Ihr Haus wird gut bewacht sein. Natürlich haben sie schon eine Maske, nicht wahr, Corvo? Er hat recht. Sie könnten sich unter sie mischen, wenn sie einmal drin sind. Sie müssen herausfinden, welche der Boyle-Damen gemeinsame Sache mit dem Lordregenten macht. Töten Sie sie. Wir sind fast am Ziel. Wenn Sie das heute schaffen, können wir den Lordregenten besiegen und Emily einsetzen. Das Schicksal sei mit Ihnen. Sehr gut. Töte Lady Boyle. Wie ich höre, sind Sie zur Feier der Boyles unterwegs. Ich habe nur eine kleine Bitte an Sie.
Geben Sie bitte Lord Shaw diese Nachricht. Sie erkennen ihn, ein eher grober Mann in einer Wolfsmaske. Und er sucht wohl nach mir. Okay, noch eine optionale Mission. Ja, bringe Notiz von Lord zum Wolfsmännchen. Genau, hey, hier liegt überall so Zeug. Ach, guck an. Ganze Schmarrn liegt hier rum. Waren Sie mal in der Seeschlacht? So. Ja, natürlich. Haben Sie Piraten gesehen? Welche versenkt? Selbstverständlich. Dann machen wir uns auf den Weg. Der Maskenball der Boyles, wie? Eine spaßige Sache, aber nicht für jeden. Bereit? Ja, sicher. Und los geht's. Meine Güte, der Lord Regent legt sich für die Boyles ins Zeug. Ich dachte nicht, dass hier heute Tallboys patrouillieren. Pass auf, Corvo. Die verstehen keinen Spaß. Die gute Nachricht, wenn sie es auf die Feier geschafft haben, werden sie dank ihrer Maske gar nicht auffallen. Genießt den Abend mit Menschen von wahrem Format. Besser ihr als ich. Oh Mann, das fängt ja schon richtig gut an, oder? So. Jetzt müssen wir mal einen Weg reinfinden. 113 Meter darüber. Ja, da hinten irgendwie hochzukommen. Gucken mal. Vielleicht ist es ja wirklich geschickter, hier ein bisschen außenrum zu laufen. Auf die Lampe. Da lässt er mich wieder nicht hin. Auf den Baum. Lässt er mich auch nicht. Ärgerlich, ärgerlich. Sieht nach einem Herumtreiber aus. Schlauer Bursche. Attentäter! Alter. Was ist mit dir? Hast du dich schlafen oder was? Das war wohl nichts, ne? Letzter Speicherpunkt. Wie kommen wir da am geschicktesten rüber? Ich hoffe, wir sind doch mit der Variante da drüben. Dieses Gebiet steht auf Wunsch der örtlichen Hauseigentümer nur geladenen Gästen offen. Unautorisierte Eindringlinge werden ausgewiesen oder an Ort und Stelle festgenommen. Die schießen ja gleich auf jemanden. Hallo, ihr Deppen. Im Garten singen, aber sie verlor gleich zu Beginn ihre Stimme. Ist das ein Verbrechen? Ein paar Aufseher gingen vorbei und hatten eine ihrer... Na, du weißt schon. Eine ihrer Spiele. Sie hörte also mit dem Singen auf, als sie vorüberging. Und sie dachten, sie wäre eine Hexe. Du hättest es sehen sollen. Sich mitten durch die Rosen haben sie niedergeworfen und dann zum Orden geschleift. Hm. Und sie sagen, wir wären dumm. Wir brauchen einen für Regenten.
Hochmensch. So. Bring dem Dummkopf bei, nicht beim Karten. Warte je im Inneren? Noch nie. Ich schon. Letztes Jahr veranstaltet. Oh nein! Meine Einladung. Matty, jagen Sie ihr nicht hinterher. Sie wissen nicht, was in diesen Gebäuden ist. Kein Ort ist mehr sicher. Ich verstehe nicht, was aus dieser Stadt geworden ist. Perfekt. Freifahrtschein. So, ein Türsteher. Uns bleibt wohl keine Wahl, als Ihre Einladung, bitte. Das wird brillant. Das wird sicher unfassbar langweilig. Wenn ihr keinen Spaß haben wollt, solltet ihr besser nach Hause gehen. Das klappt. Immer hier entlang, Sir. Der Scheiß funktioniert. Krass. Voll gut. Ihr stolz drauf seid, umgänglich zu sein? Sollen wir hineingehen? Hier entlang, Sir? Uns vor dem Eingang zu treffen. Ich werde mir von der Warterei noch die Seuche holen und sterben. Das würde ihr sicher gefallen. Warum wartet ihr nicht hier wie ein echter Gentleman, während wir hineingehen und uns über Emmas Stil lustig machen? Ah, Mr. Bunting. Wir hatten gerade jemanden, der sich für Sie ausgegeben hat. Willkommen! Schon wieder so ein Spiel. Die waren früher mal lustig, aber heute... Oh, schauen wir uns das Anwesen mal an. Wirklich groß und schön, ne? Die Feier ist diesmal drin. Hallo. Die Balls wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend. Dankeschön. Und wir treten ins Foyer ein. Vorsicht, wir wollten mal oben nachschauen, doch die Wache ist ein Spielverderber. Ich hätte ihm Manieren beibringen sollen. Diese Feier ist ein Witz. Er macht sicher nur seinen Job. Und so, dann wollen wir mal gucken, wo der Wolfsjunge ist. Lord Shaw ist da hinten. Sie? Ein Gentleman? Sie sollten wissen, dass ich in jeder Situation so Gesundheit. Unsinn. Waverly bezahlt bloß einige Offiziere der Wache, um die Leute zu beeindrucken. Willkommen im Haus Boyle. Ja. So. Haufe Typen da, ne? Ah, warte mal, das ist wieder so eine Dingflasche. Ach, ein Apfelwein ist das diesmal. Sehr pompös alles. Was die meisten Leute vergessen, die Ratten erschienen ein halbes Jahr vor dem Tod der Kaiserin. Krass. Wie auch die Seuche. Haufen Zeug. Ich erinnere mich an das. Wenn es etwas verursacht hat, dann nicht der Tod der Kaiserin. Das wollen Sie sie nur glauben machen. Passen Sie auf, was Sie entschuldigen. Zum Garten. Da werden wir mal gucken, wo dieser Wolf Kasper jetzt ist. Da ist er. Ja. So. Hässlicher Wolf. Pendleton? Was hat er mir zu sagen? Pendleton ist ein feiger, lügender Drecksack. Ich hoffe, er bezahlt sie gut. Okay, folgen und du? Es ist verdammt kalt heute Abend. Beeilung, schauen wir, was sie können. Hiermit sei kundgetan, dass Lord Pendletons Vertreter eine Pistole benutzt. Wir können fortfahren. Ach, das Duell, okay. Wir werden heute Zeuge eines Ehrenduells. Dieser anonyme Ehrenmann tritt stellvertretend für den Herausforderer Lord Trevor Pendleton gegen den herausgeforderten Lord Shaw an. Beide werden sich umdrehen, zu den markierten Positionen gehen und sich so lange nicht ansehen, bis ich bis drei gezählt habe. Danach drehen sie sich um und schießen. Ich töte diesen Narren und dann können wir alle wieder reingehen. Verzeihen mir, Lord. Wir fahren fort. Halt! Bleiben Sie da stehen. 3, 2, 1. Thank you.
Und das ist noch ein toter Geist. Was machen wir jetzt? Es ist doch gut, dass wir gefragt sind. Ich hörte, dass die Estermonts sehr gut zahlen. Nun gut. Fragen wir heute besser nicht. Vielleicht oh, 56 Meter. Der Ballsaal. Ah, so voll, nicht? Okay. So, werden wir so ein bisschen was essen hier. Wenn wir schon feiern dürfen. Lecker, ein Haufen Obst. Der Einzige, der die Stadt und Brot. Er wird uns zu neuer Blüte führen. Manche jedenfalls. So. Die Bolz ganz bestimmt. Ja nun, die hatten einfach Glück, dass auf ihrem Grund und Boden die Kristalle gefunden wurden. Willkommen auf meiner Feier. Ich glaube, ich hatte noch unsinnige Masken. Rattenlampen und Walöl. Das ist jetzt alles, wofür wir leben. Wir haben den Nutzen der Wahrheit. Ich hoffe, dass Sie auf der Gästeliste stehen, Sir. Das ist der Beginn eines goldenen Zeitalters. Wussten Sie, dass unter der Stadt die Ruinen einer anderen Stadt gefunden wurden? Gastlady, älter als alles hier. Entschuldigen Sie mich. Willkommen im Haus, Boy. Sie schon wieder. Nicht so ernst. Zu ruhig und war nicht konzentriert. Was mache ich hier eigentlich? Letzter Speicherpunkt. Was sind die Bäume? Unter der Stadt die Ruinen einer anderen Stadt gefunden wurden. Älter als die Aufseher, älter als alles hier. Wir glaubten wohl auch an ein goldenes Zeitalter. Entschuldigen Sie mich. Nehmen Sie ihn, das Ballyuril ist auf dem Dachboden. Nehmen Sie das auch, nehmen Sie alles. Aus der Schusslinie!
Kapierst du ja? So, das war wohl nix. Mann. Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Die Chancen stehen gut. Komm ich da nicht auch noch lang? Schon, oder? So. Das ist eine Alpha-Wand. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab's ja. Gute Nacht, Sir. Ja, wünsch ich dir. Ja. Du. Das stört dich gar nicht, dass ich hier rumlaufe. Das ist noch wieder auch interessant, ne? So. Was für eine schräge Maske. Wer hat die gemacht? Sie sieht genau aus wie auf den Steckbriefen. Die wird den ganzen Abend überschatten. Ich werde mich lieber amüsieren gehen. So, geh nochmal rein. Ich muss auf jeden Fall in die oberen Gemächer. Der Feind ist geflohen. Meine Hände langweilen sich schon. Zu mir! Hinter Ihnen! Das war's auch nicht. Ich muss in den Raum reinkommen. Der Mann, den du getötet hast, war einer meiner Freunde. Ja, mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Oh, scheiße. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Helf mir! Alle weg. Herrschaftszeit. So, hilf mir doch! Irgendwo. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschau. Helf! Ich weiß, dass du hier bist. Sehe ich irgendwo noch? Nimm das! Hier! Irgendwie!
Dieses scheiß Gerät, ne? Diese blöde Kabel, die gehen da rein. Wo ist denn dieser Schlüssel? Den einen der Typen hier vielleicht an? Ihr seid jetzt mal alle ruhig. Zack. Ihr wollt Chaos? Den könnt ihr haben. So. So, Uderle. Das Bolzen können wir einsammeln wieder. Sehr schön. Ja, so gut. Ein bisschen was essen. Da ist schon alles weg. Ah, falscher Knopf. So. Ah, hier geht noch eine Treppe hoch und runter. Gehen wir erstmal runter. So. Ah. Lecker. Endlich wieder was Normales hier. Sehr schön. Wo geht das jetzt noch hin? Wäre wahrscheinlich der Abholpunkt, kann das sein? Müssen wir jetzt mal wieder hochgehen und schauen, dass wir in den ersten Stock kommen. Das war eine schlechte Runde, gebe ich ehrlich zu. Kann man bestimmt besser machen. Sehr schön. Was gesagt, an der Kommode am Nachtkästchen, oder? Hm. Das ist der Balkon, okay. Ich bleib nur im Schlafzimmer. Wir suchen noch die anderen Räume ab. Sich ja echt verlaufen. Guck sich das einer an hier. Schlafzimmerschlüssel erforderlich.
Tresor? Im Keller? Hammer. Das Perl im Moment. So, wo gefällt mir jetzt das ganze Schmarrn? Taler und nebenbei. Toiletten. So. Noch mal in die Notizen schauen. Oder bei den Zielen war das Missionshinweisen, gell? Also da die Mission ja voll in die Hose gegangen ist, haben wir die richtige noch gar nicht erledigt, oder was? So könnte man das jetzt deuten, gell? Schlafzimmerschlüssel erforderlich. Ah, warte. Wenn wir nicht irgendwie vom Balkon aus da hinkommen? Warte. Das war nur so ein kleiner Raum, gell? So. Das hier. Nur muss ich auf die andere Seite kommen. So, pass auf. Gehen wir auf den Balkon. Aber hier war das Dach. Das müsste doch gehen. Nee. Nee, will er nicht machen. Ah, das ist doch ätzend. Warum geht er jetzt da nicht hoch? Das wäre doch optimal. Oh, das war... Alter, mach doch mal die Tür zu. Alter, das ist eine Kacke. Ah, die gehen sofort kaputt, die Dinger. Ah, hast du mich gedacht, ich kann da balancieren. Gott, Gott. Ah, Gott sei Dank. Hey, man sagte mir, dass ich keinen hier hochlassen darf. Seien Sie so nett und kehren Sie um. Ja. Das stört den aber auch gar nicht. Stört ihn aber auch gar nicht, dass ich da jetzt irgendwie mit der Waffe rumgelaufen bin. In dieses Tor, in diese Tür müssen wir rein. Der Hans, da ist. Da ist er. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Vielleicht von außen daran zu kommen.
hier... Warte mal, ich habe doch den Tresorschlüssel für unten. Den Keller. Wie kam er denn da nochmal hin? Das war doch... War das da hinten? Sage mal. War das wirklich dahin? Ja. Nach unten, ne? Ach hier. Ja, gib mir doch nicht. Wäre jetzt blöd, wenn wir hängen würden. Da ist die Tür. Das ist schon mal sehr geil. Wir bleiben im Keller, wir müssen ja weiter hoch. Hä? Geh halt da hoch. Aber wie komme ich da jetzt dahin? Sondern nur einen Schlüssel, ey. Nur einen Schlüssel. Wo hast du dich versteckt? Gästeliste der Boys, okay. Hilfe! Will mir denn niemand helfen? Da komme ich auch noch nicht rein. Gibt's doch nicht. Das ist echt bescheiden. Jeglichen Mist findet man, nur nicht diesen bescheuerten Schlüssel. Wie komme ich denn da rein? Sag mal jetzt, das ist ja voll geil. Voll der Zufall, geil. Ah, und jetzt komme ich in ihre Gemächer. Mega gut. Oder? Macht mich ja auch nicht schwach. Sie.
Yay. Voll gut. Aber es doch noch geschafft. Siehste. Mann, hat das jetzt lange gedauert, oder? So. Hey, 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 hey. Das war vielleicht nicht so gut. Und rausgehen in den Innenhof. Die da draußen haben wir nichts mitgekriegt. Das ist ja voll gut. Tschüss, macht's gut. Räumt da drin mal auf. Yay. Willkommen im Haus Boyle. Ipsi, da bin ich jetzt gerade falsch gelaufen. Ja, ja, scheint so, gell? Ja. So, da komme ich nicht raus. Zack, zack, zack. Leute, wie komme ich nie raus? Muss ich über den Keller gehen? Ich muss noch mal kurz rein. Ach, Quatsch. Ganz kurz. Ganz kurz Interesse halber, was haben wir denn mit Inventar alles so? 4151 haben wir, das ist doch schön. Richtig gut. Wir müssen da hinten hin. Wir laufen durch den Keller, über die Kanalisation raus. Das muss ja gehen. Zack. Oh, wieder so eine lange Folge. Abs, tut mir leid, gell? Quatsch, hier lang. Zack. Ja. So. So. Okay. Ey, sind das hier Piranhas oder was? Hier raus. Oh, guck mal, eine Rune. Sehr schön. Oh, Kacke. Das ist eine Treppe.
wissen, dass du hier bist. Na gut, diesmal hast du gehört. Wenn auf der Fahrt passiert, nur so klappt. Besser. Oh, schön, wir haben es geschafft. Geil. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Abend. Oh, nee, aber wir gar nicht. Jetzt zurück. Auf jeden Fall, definitiv. Das war ja sowas von schlecht, geht mir aber schnell. Zack, zack. Wow. Wow, Ladyboys, also die Mission, Katastrophe, war nicht gut, aber wir haben es erledigt, es ist geschafft, wunderbar, bockschwer, also ich fand es schwer, oder ich habe nicht die Geduld oder nicht die Zeit, mir nicht die Zeit genommen, obwohl jetzt hier knapp eine Stunde, 52 Minuten, alter Geleck. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Dishonored. Ciao, macht's es gut.